Zumindest ist die roten, ja. In einer absolut überzeugten Explosion explodieren sie dann. Hier liegt sau viel rum dafür, dass es die höchste Stufe ist. So, so ob der Offizier, den ich vorhin mal erschossen hab, angeschossen hab. Und tschüss. Ach, da war er. Du hast keine Verstärkung Finden mehr. Sie den Captain des Schiffs. Er besitzt die Magnetkarte für das U-Boot. Oh, hier liegt O2 und Gasoline. Wo geht's dahin? Neues sekundäres Einsatzziel. Das ist die falsche Waffe. Ach, scheiße. Der war schön. Der war eindeutig schön. So, hoffen wir, dass der Laden wieder geht. Und nicht, dass es wieder so ist, wie beim letzten Mal eingeht. Wir laden erstmal durch. So, ihr war das doch, die mich erschossen haben, ne? Ja. Arschgesichter. Und tschüss. Schön, dass die immer 100 Schuss noch im Magazin haben. Erst wenn sie vorher sinnvoll rumgeballert haben. Neues sekundäres Einsatzziel. Ihr stört. Super, er ist natürlich schon wieder weg, weil ihr mich gestört habt. Und Nummer 1. Du läufst für die ganze Zeit weg. Feigling, bleib stehen. Ach Mist. Noch einer. Meine Mutter ist ungläubig. Geh weg. Störst mich bei meiner Arbeit. Kann ich haben sowas? Auch wenn du irgendwie erst arbeitest und hast irgend so einen scheiß Chef, der die ganze Zeit kommt. Das auch richtig machst und es dauert zu lange. Lieutenant Wonka, bitte melden Sie sich. Soll das doch selbst machen hier, hm? Kennt ihr bestimmt, hm? Achtet auf Einzelkämpfe. Finden Sie den Captain des Schiffs. Er besitzt die Magnetkarte für das U-Boot. Und tschüss. Wo ist jetzt der Apache hin? Was soll ich vielleicht nicht auf den Apache losgehen? Die ganze Mannschaft meldet sich sofort in den Versammlungsräumen. Das ist keine Übung. Ja, wir halten jetzt eine Versammlung ab. Tolle Idee. Wo ist der kacke Apache? Müllpanzer. Wer will die schon haben? Naja. Wer sich jetzt besseres leisten kann, der kauft auch Schrott, ne? What not die Panzer überhaupt her? Aus dem Ikea? Not Panzer sind aus dem Ikea. Hm. Da fehlt immer die Hälfte. Oh, geh mal weg hier. Kriege ich auch irgendwo mal eine Stoßflinte? Ach, da geht's lang. Radar wird aktualisiert. Los. Oh, im Arschgeschoss. Wo geht's denn dahin? Hast du diesen Pakt, dass er manchmal einfach weiter schießt? Schnauze. Um die Torpedoröhren zu sabotieren, wählen Sie sie aus und verwenden dann die Aktionstaste. Neue Verdrahtung vollständig. Primäre Röhre sabotieren. Sie finden Sie den Captain des Schiffs. Ja, er besitzt die Magnetkarte für das U-Boot. Tatsächlich? So sagst du mir das nicht früher. Der kacke Apache hin, Apache. Ich will noch abschießen. Ich will alle Missionsziele immer erfüllen. Mach das hier doch nicht aus Spaß. Das ist tödlicher Ernst. Nein, das ist Hugo. Ah. Hallo, guck mal, Kopfschuss. Bin nicht beeindruckt. So. Schade, dass hier auf den Stühlen noch überall so ein Notzeichen drauf ist. Einzelkämpfer, hier gibt es nur einen Kämpfer. Achte nur auf einen Kämpfer, müsste das heißen.
Ah, ich höre eine Patch hier. Achtung, Gefahr. Was ist das für eine tolle Hinweismeldung, Warnung? Und erschossen. Ach. Ja, als Koch hat man es auch nicht einfach. So, wo ist hier die Gefahr? Hm? Ist hier Gammelfleisch? Eine fertige Lasagne? Oh. Streich den letzten Witz, den versteht in 3 Jahren eh keiner mehr. Wenn gerade, keine Ahnung, die Hundeseuche oder sowas. Bitte halten Sie Ihre Essensmünzen bereit. Finden Sie den Käpt'n des Schiffs. Er besitzt die Magnetkarte für das U-Boot. Ihre Essensmützen? Hat die gerade eben Essensmützen gesagt? Irgendjemand ist hinter mir und schießt auf mich. Das mit tödlicher Tödlichkeit. Ich will die falsche Taste. Verdammt! Ach komm, falsche Waffe. Geht viel schneller, als wenn ich da jetzt ewig in der Kette vorbeiballer. Sekundäres Einsatzziel Schluss. Erreicht. Mir geht's sogar fast noch gut. Fast. So, ich muss jetzt mal kurz hier schnell speichern und dann noch mal kurz den. Du willst hier auf mich schießen. Oh. Kopfschuss, der stirbt nicht. Ich will es nicht glauben. Perfekt, genau, sie braucht. Puh, das war knapp. So, das waren glaube ich auch alle schon Nebenmissionen und so. Finden Sie den Käpt'n des Schiffs. Er besitzt die Magnetkarte für das U-Boot. Was ist eine Magnetkarte? Ich bin geistig behindert, ich weiß es nicht. Los geht's. Nicht so wirklich. Nee. Geht noch nicht so wirklich los. Verschießt euch einfach alle. Alle, wie ihr da steht und geht und kreucht und fleucht und. Und die erschieße ich auch noch. Halt, da bin ich reingekommen. Dann will ich bestimmt da hoch. Achtung, Gefahr! Was denn für eine Gefahr? Kritisier dich doch mal. Komm schon. Näher ich mit dem Standard-MG nieder. Können wir mit der Pistole töten, wisst ihr das? Das ist scheiße seid. Das Küchenpersonal wird dazu aufgefordert, sich vor dem Dienstantritt die Hände zu waschen. Hände waschen, nicht Flammenwerfer rausziehen. Waschen Sie hier die Hände im Flammenwerfer. Das ist voll krank. Das ist schon immer, Not ist krank. Finden Sie den Käpt'n des Schiffs. Er besitzt die Magnetkarte für das U-Boot. Aber Not Bettwäsche. Na, wenigstens etwas. Radar wird aktualisiert. Du bist nicht der Käpt'n, oder nein? Käpt'n Parker, jeder Widerstand ist zwecklos. Alle Einheiten sind zu ihrer Position unterwegs. Ja, habe ich schon gemerkt. Es ist voll sinnlos, hier irgendwie Widerstand leisten zu wollen. Es ist voll sinnfrei, weil ihr seid voll überlegen und so. Und ja gut, ich gebe auf, ihr habt gewonnen. Jetzt erschieße ich noch den hier. Und den erschieße ich noch. Den Käpt'n erschieße ich noch. Den erschieße ich noch. Und den da. Und dann lade ich nochmal durch. Und dann wechsle ich nochmal die Waffe. Und dann ergebe ich mich auch gleich. Also erst nehme ich wieder die Karte aber auf. Und dann. So, erschieße ich noch den da. Am U-Boot-Tor zur Evakuierung. Upsala. Ah, den wollte ich doch gar nicht mehr erschießen. Den wollte ich mich doch ergeben. Manchmal funktioniert auch nicht so, wie es soll.
Und schieße ich aus, als den noch? Das war keine Absicht. Treffen Sie sich mit dem Gefangenen am U-Boot-Tor zur Evakuierung. Nee, keine Lust. Schließen wir jetzt Not an. Not ist viel cooler. Nein, war nur ein Witz. Zuerst mal richtige Panzer bauen und mal weiter reden. Achtet auf Bewegung. Achtet auf jemand mit einer Gatling, wer ist denn damit? Durchladen. Noch einer schießen. Und geht die Treppen runter. Und dann schießen wir noch ein paar. Ich will auch so eine Schrotflinte. Kriege ich die überhaupt? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es hier eine Schrotflinte gab. Ich hab sie auf jeden Fall noch nicht. Kriegst auch keine. Ach scheiße. Das Ding leer, na toll. Komm doch nicht mit sowas, Jungs. Und wir laufen über diesen freien Platz und niemand bemerkt uns. Hat er eben der Schurflinde euer Leben geschossen? Warnung! Die Gefangenen befinden sich im U-Boot-Hangar und werden angegriffen. Beschützen Sie sie unter allen Umständen. Ich arbeite ja dran. Was ist denn der U-Boot-Hangar? Oh, ist eins oben drüber. Alles klar, glaube ich. Vielleicht bin ich hier richtig, oder? Hoffe ich einfach mal. Wir sterben. Und du auch, und... Hier noch welche. Passt. Ich speichere mal richtig. Auf einem meiner coolen Spielstände. Na komm. Sei brav und mach schön weiter. Gibt's denn hier überhaupt noch hin? Also außer woanders hin. Ja gut, die werden schon auch wieder rein. Wo kommst du denn jetzt her? Und diese schwarzen Hände hier. Und diese schwarzen! Du Deutscher! Oh. Okay, wo geht's denn da noch hin? Ach, lass ich raten, das ist meine Abkürzung ganz oben gewesen, die ich nicht gesehen habe, richtig? Oder nicht? Ja. Ja, was soll's. Ich nehme mit, was ich trage. Treffen kann. Sie sich mit den Gefangenen am U-Boot-Tor zur Evakuierung. Ja, jetzt machen wir keinen Stress hier. Raketenwerfer nehme ich auch nochmal mit. Kann nie genug Raketenwerfer haben. Treffen Sie sich mit den Gefangenen am U-Boot-Tor zur Evakuierung. Das erlebt man später eh wieder alles. Oh mein Gott, ich habe gespoilert. Oh, er schießt mich. Oh, sterbt alle! Ich schieße mal einen Raketenwerfer rein, dann ist Ruhe hier. So. Primäres Einsatzziel. Oh. 5554, ja, zu wenig Zeit. Was? Ich habe einmal geladen. Ach, so ein Mist. 800 Kopfschüsse, ja, yeah, ich hab's voll drauf. Wow, ich habe 800 Headshots verteilt bei 152 Kills. Was, hey? Sie haben wieder mal Glück gehabt, Havok. Dank der Informationen aus der Nordkommunikationszentrale konnten wir die Wissenschaftler lokalisieren, die Sie aus den Augen verloren haben. Diese Festung ist die aktuelle Operationsbasis der Schwarzen Hand. Wir denken, dass Raveshaw Möbius hier gefangen hält. Großes Haus für einen kleinen Mann. Diese Operationsbasis schaffen selbst Sie nicht ohne Hilfe. Wir haben Ihre alte Einheit, die Dead Six, zusammengetrommelt. Hotwire, Patch, Gunner... Und Deadeye. Sie sind bereits zum Zielobjekt unterwegs. Sie werden sie unterstützen.
Ich arbeite allein. Keine Diskussion, Herr Vogt. Es sind ausgezeichnete Soldaten, die besten. Der Zix ruft Pegasus. Over. Hier, Loke. Wir nähern uns der Absprungzone, General. Gunner. Ist das Havoc? Hi, Kumpel. Wie geht's denn so? Bestätigt, Gunner. Was ist Ihre Ankunftszeit? Wir sollten Sichtkontakt haben in... General, wir stehen unter Feuer. Wiederhole, wir stehen unter Feuer. Gunner, melden Sie sich. Man hat Sie abgeschossen. Ein Hubschrauber wartet schon. Los, bewegen Sie sich. Was? Komm nur zu mir! Ja. Genau. Hier Hotwire. So. Ich kann mich mit Ihnen nicht an Ihrer Position treffen. Ich befinde mich im Südwesten und stehe unter schwerem Panzerbeschuss. Bin schon unterwegs. So, ja, dieser völlig überzogenen Darstellung. Geht's weiter. Aber nicht lang, ich muss dann auf. Hörst du mich, GDI? Gemütlich hier. Das hier wird dein Grab werden. Kannst dich schon mal daran gewöhnen. Warum kommst du nicht hier nach unten und kämpfst von Angesicht zu Angesicht gegen mich, Feigling? Machen die doch nie. Was zur Hölle? Können die wieder her? Ja, sie werden mit falschem abgeworfen. Und daher ist halt aus der Luft. Mist, was ich brauche. Aber schön, dass man noch zurückgelaufen ist. Ne? Das sind übrigens Typen mit Raketenwaffen. Und Typen, die sich abseilen. Was geht denn hier ab? Und abseilen kann ich mich nicht erinnern. Hört das jetzt auf mit dem Abseilen? Nein. Ah! Ich lade mal durch. Ich bin geladen wie eine Schrotflinte. Wie ein Raketenwerfer. Und tschüss. Panzer ist weg. Und der ist auch weg. Hier, es sind zivile Widerstandskämpfer, die mit Pistolen bewaffnet sind. Ich bin beeindruckt. Ich könnte auch sagen, ich bin begeistert. So, auf die verschiebe ich auch noch, dann kommt hier auch Widerstand raus. Dann ist die Lage hier voll unter Kontrolle. Ich drücke nur die falsche Taste, ich weiß auch nicht warum. Ach, diese Mannschaft von Skoda Niedermann. Und auch weg. Das läuft ja vorzüglich. Ich will schon über Gatlings schießen. Havoc, holen Sie mich da raus, ja? Abstand halten, Hotwire. Oh, Kampfbuggy. Den merke ich besser auch erstmal weg. Sieht alles so viel aus hier. Und tschüss. So, den werden wir schnell weg und dann muss ich langsam aufhören, wie gesagt. Und da kommt jetzt auch Widerstand raus. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, beim letzten Mal bin ich dann einfach dran vorgelaufen. So, das hängt einfach in der Luft. Realistisch. So, das ist eine viel kleine Süße. Arbeite dich zur Kathedrale vor und stell eine Funkverbindung zu Loke. Los geht's, man sieht sich dort. Ich liebe diese ausufernden Gespräche. So, wir rüsten das mal danach. Toll, ich habe ganz toll viel Widerstand. Kommt hier nicht noch ein Panzer, ein bestimmter? Also ein ganz bestimmter? Oh.
Oh, Sprengstoff. Oh, tschüss. Boah, kommt der denn jetzt schon wieder her? Ich will da noch eine Kleinigkeit erledigen, dann will ich doch Feierabend machen. Na komm. Schön ist, dass er auch als Laden gilt, wenn man aufhört und neu weiterspielt dann. Kommt dieser Flammenwerfer auf einmal her? Ich meine, der muss doch irgendwo hergekommen sein. Von vorne doch nicht. Wo kommt der her? Ich meine, hinten hatte ich doch schon alles gesichert. Kommt jetzt auch hier Widerstand raus. Na, ist wirklich blöd. So, hier kam noch irgendwo. Hier, Gunner, ich befinde mich im Süden des Dorfes und stehe unter schwerem Beschuss. Benötige Unterstützung. Ich komme, ich komme. Komm jetzt nicht, das. Ja. Jagdpanzer heißt das Ding hier. Nee. Ich könnte auch sagen Schrottpanzer. Ja, sag ich ja, Schrott. Schrott, 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 Schrott. Retten Sie Gunner. Dann rette ich mal Gunner. Nein, Moment, ich wollte irgendwie Schluss machen, ne? Ich will die falsche Waffe. Treffe ich den so? Ja. Aber er trifft mich nicht, sehr schön. Na dann. Hey. Ein Treffer hat jetzt aber nicht gezählt, oder? Hallo? Willst du sterben? Hallo? Und die Hälfte der Schüsse ist ja irgendwie. Was soll denn der Ratz? Achtung, Achtung! GDI-Streitkräfte. Dies ist die Stimme des Widerstands. Nott greift den Hauptplatz im Süden des Dorfes an. Wir bitten um Unterstützung. Ich unterstütze ja schon. Halt, falsch gerade. Gunner. Suchen Sie den Marktplatz. Ja, da schieße ich lieber mal. Der schießt mit bösen Raketen und so auf mich. Was heißt hier überhaupt Widerstand? Gibt keinen Widerstand. Sei denn, ich erlaube ihn. Ich erlaube keinen Widerstand. Kommt er? So. Da steht Gunner drin und gönnt sich ein. Er gönnt sich ein. Okay, die Witze werden gerade richtig schlecht. Selbst ich finde sie nicht mehr lustig. So schlecht sind die schon. Gunner, geh zur Kathedrale. Wir treffen uns dort oben. Ich passe hier für dich auf. Bleib bloß am Leben. Hier. Und dann läuft er weg. Ich hätte mir eigentlich wohl aufhören, ne? Da war was, ich erinnere mich dunkel. Ganz dunkel. Hier, Deadeye. Sitze im Wirtshaus im Osten mit etlichen Widerstandskämpfern fest. Benötige dringend Unterstützung. Schon erledigt. Kommt ihr denn jetzt her? Kommen wir wieder aus dem Nichts, diese Kackflammenwerfer. Haben die Tarngeneratoren dabei oder was? Ja, was soll denn Panzer damit? Diesen Gesichtsschutz und so, du? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich immer wieder die falsche Taste drücke? Sehr robust, diese MG-Stellungen. Hier ist ja sonst nichts mehr, oder? Das ist der eine eben bei der Landung schon gestorben? Ja, Nord hat auch nur die besten Leute am Start. Und schon wieder die falsche Taste. Kannst du mich hier treffen? Ich glaube ja. Jetzt triffst du gar keinen mehr. Und du triffst auch niemanden mehr. Irgendwo schlagen hier Raketen. Aber ich weiß nicht wo. Ah, fuck. Wo kommen die immer wieder her? Warum lade ich da jetzt überhaupt nochmal?
muss jetzt eh Schluss machen. Ja, das war's für heute mit Commander Conquer Renegade. Ich glaube, das sollte gar nicht so weit da oben sein, oder? Egal, Karl. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.